Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, nachdem das hier schon entsprechend ausgeführt wird, erspare ich mir nochmal die weitere Situationsbeschreibung. Es gibt, finde ich, in dieser Frage keinen Grund und keine Berechtigung, noch länger zu warten. Also damit komme ich auch gleich zum Kernpunkt unseres Anliegens, weil andere Bundesländer haben es längst. Das ist ja auch gerade erwähnt worden. In Niedersachsen gibt es Beratungsstellen seit 2013. In Oldenburg, Hannover, Braunschweig ebenfalls und darüber hinaus hat der DGB natürlich Beratungsstellen in Berlin, Frankfurt und so weiter. Also in all diesen großen Städten sind solche Stellen längst eingerichtet. Die Dringlichkeit, finde ich, steht völlig außer Frage. Wir haben einen aktuellen Fall in Hannover. Dort wird das alte Siloa-Krankenhaus abgerissen. Das ist ganz interessant, das geht auch gerade durch die Medien. Gesundheitspolitische Sprecher sehen das natürlich wahrscheinlich sofort. Am ehesten Auftragkleber ist das Klinikum Hannover. Die hat diesen Abriss an ein Subunternehmen weitergegeben. Und dieses Subunternehmen arbeitet mit Arbeitern aus Bulgarien. Ist jetzt alles gar nicht neu von den Zusammenhängen. Die werden um ihren Lohn geprellt, dubiose Arbeitsverträge, Barauszahlungen oder auch nicht, minimale Abschlagszahlungen und so weiter. Kein Tarif, weit und breit nichts davon zu sehen. 3 bis 4 Euro pro Stunde und in den letzten 2 Monaten gab es überhaupt keinen Lohn mehr. Im Auftrag des Klinikums sind Mindestlohn und Tariftreue vorgeschrieben. Der Zoll war auf der Baustelle, hat aber nichts feststellen können. Und nur durch die Berichte der Arbeiter ist das jetzt ans Tageslicht gekommen, wie da eigentlich die Verhältnisse aussehen. Das zeigt, und das finde ich wichtig an der Stelle, wie entscheidend die Arbeit mit den Betroffenen ist. Gerade weil sich viele Verstöße auf dem Papier eben nicht feststellen lassen. Dass es hier gerade in Bremerhaven Bedarf gibt, das, glaube ich, hat sich inzwischen durch die verschiedenen Debatten und Auseinandersetzungen wohl leidlich herausgestellt. Ich finde es auch nochmal wichtig, vielleicht den Betriebsratsvorsitzenden der Lloyd-Werft hier nochmal zu zitieren, das war letztes Jahr. Der hat das natürlich auch ständig in der Praxis erfahren. Wir müssen davon ausgehen, meint er, dass das Ausmaß erschreckend und viel größer ist als bisher bekannt. Und es scheint eine systematische Ausbeutung mobiler Beschäftigter stattzufinden, die besonders durch fehlende Sprach- und Rechtskenntnisse begünstigt wird. Wir haben hier außerdem eine Deputationsvorlage vom März 2014, Zuwanderung von EU-Bürgern aus Osteuropa. Dort wird festgehalten, Beobachtungen der Polizei geben Anlass zur Annahme, dass Arbeitssuchende sich als Tagelöhner auf Baustellen etc. anbieten. Es ist zu vermuten, dass im Hintergrund Vermittler und Auftraggeber an der allgemeinen Lebenssituation der Menschen verdienen, indem sie in ausbeuterischer Weise beschäftigen bzw. diese Beschäftigung zuführen. So, und jetzt heißt es in dieser Vorlage, dass es zwischen April 13 und April 14 auch eine Beratungsstelle für Zuwanderinnen in Bremerhaven gegeben zu haben. Offenbar wurde das Projekt aber nicht fortgesetzt. In der erwähnten Deputationsvorlage wurde als eins der Ziele definiert, die Neubürgerinnen haben Vertrauen in die staatlichen Institutionen. An der Stelle muss ich sagen, wir sollten Wert darauf legen, dass das nicht erschüttert bzw. erhalten bleibt. Und ich glaube, durch solche Vorkommnisse wie in Bremerhaven wird so eine Vertrauen natürlich massiv erschüttert. Die Art und Weise, wie in Bremerhaven damit zum Teil auch umgegangen worden ist, ist ja auch aktuell nicht immer akzeptabel. Hatten wir ja heute Vormittag auch diskutiert. Das Anliegen des Antrags, endlich eine Beratungsstelle für mobile Beschäftigte einzurichten, ist also überfällig. Und ich möchte es an der Stelle auch nochmal sagen, Sie brauchen nicht ein Konzept, sondern Sie brauchen definitiv diese Beratungsstelle. Und ich denke auch, dass die Grundlagen und wie so etwas aussehen soll und dass es zu Tarif- und arbeitsrechtlichen Problematiken, insbesondere aber auch flankiert mit entsprechenden Übersetzungen, dass das ziemlich deutlich ist, was hier erforderlich ist. Ich finde, das liegt auf der Hand. Ich finde, das ist völlig unverständlich, dass wir erst jetzt wieder dieses Konzept brauchen. Und wahrlich ist der September jetzt nicht so utopisch übermorgen, dass man das nicht tatsächlich bis dorthin machen könnte. Vor dem Hintergrund, dass es das gibt in Niedersachsen. Also das finde ich ehrlich gesagt schwer nachvollziehbar. Und wir brauchen pro Standort 2 bis 3 Mitarbeiterinnen, die das eben in diesen einschlägigen Sprachen können, ein Büro, Flyer etc. Und wir brauchen natürlich auch, dass die Leute aufgesucht werden können. Das wird ja auch dort an den Stellen im Übrigen gemacht. Wir werden trotzdem selbstverständlich dem Antrag von Rot-Grün zustimmen, weil das Anliegen teilen wir mit Sicherheit.
Ich muss sagen, ich bin bei dem CDU-Antrag ein wenig verwirrt gewesen insofern, weil da heißt es die Einrichtung einer mobilen Beratungsstelle, ohne dass das, also wo ich mir denke, ein Büro und Standort braucht es auch. Und dann soll die an bestehende Beratungsstrukturen angedockt werden. Das fand ich insofern ein bisschen schwierig, weil diese Stelle, die wir eigentlich bräuchten, gibt es ja noch gar nicht. Insofern bräuchte man hier schon das, dass dieses Büro eingerichtet wird und die Menschen dann in der Lage versetzt werden, dass letztendlich, und ich bin auch somit fast am Ende, in die Lage versetzt werden, das letztendlich auch zu tun. Und insofern werden wir uns an der Stelle enthalten. Danke.